Moin Moin Tag, Servus und Grüezi und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Skyrim. Ich bin's wieder, euer Nobody. Vielen lieben Dank, dass ihr einschaltet. Ich beeile mich, weil vorab, vor dem regulären Let's Play, hätte ich noch eine wichtige kleine Sache zu erwähnen. 100! 100! 100 Abonnenten! Ihr seid doch bekloppt! Und ich liebe euch dafür, Leute. Danke! Ich hätte mir das nicht träumen lassen vor knapp 9 Monaten, als ich mit den Let's Plays anfing. Ich habe das Ganze als Hobby angefangen und es als Hobby beibehalten. Ich wollte einfach mal zeigen, hier sind ein paar Spiele, die kennt noch nicht jeder. Natürlich habe ich auch Spiele gezockt, die einige kennen, na, viele kennen. Oder generell Spiele, wo man vielleicht denkt, ich weiß es noch nicht. Ne? Und mir ist es ja auch so ergangen, ich habe mir auf YouTube einige Let's Plays angeguckt, wo ich noch unschlüssig war, mag ich das Spiel oder nicht. Und ja, das war so ein Grundgedanke dahinter, unter anderem auch, einfach mal, ja, zocken. Ich zocke gerne. Ich soll das Fertigungsmenü öffnen. Mache ich aber jetzt nicht. Edge. Also, vielen, vielen herzlichen Dank an euch alle. Vielen lieben Dank für eure Ideen, Tipps, Vorschläge, Kommentare. Für eure Daumen nach oben. Für, ja, danke, dass ihr da seid. Und an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an meine liebe Frau. Weil ohne sie wäre es mir nicht möglich, die Let's Plays so zu machen, quasi ohne ihr Einverständnis, weil es kostet ja schon Zeit, so ein Let's Play zu machen, neben der regulären Arbeit. Und wenn sie sagen würde nein, dann würde es nicht klappen und sie unterstützt mich. Deswegen auch Daumen nach oben für dich, Schatz. Und das hier ist nicht nur ein Daumen, das ist auch ein Herz. Vielen lieben Dank. Sie ist jetzt auch in der Nähe, sieht mir gerade zu und hat unsere kleine Maus im Arm und die lächelt. Oh je. Also ihr Lieben, nochmal vielen herzlichen Dank. Zur Info für euch, auf Twitter läuft derzeit eine Umfrage. Ich plane ein 100-Abo-Special und ihr entscheidet, was gespielt wird. 4 Spiele stehen zur Wahl und ja, überrascht mich. Gut, das soll es auch jetzt gewesen sein. Weiter geht's. Hui. Warum? Bin ich am Festfrieren oder was? Okay. Was mich sehr irritiert bei Skyrim und diese Frage ist an an das deutsche Skyrim Forum, die Gruppe gerichtet. Habt ihr auch so Probleme beim Start oder manche von euch? Das ist wirklich wie russisch Roulette. Mal klappt's, mal nicht. Meistens minimiert sich wieder das Fenster oder wird zumindest, ja, minimiert sich. Und dann, wenn ich nochmal draufklicke, wird schwarz. Ich höre einen Sound, aber nichts passiert. Wenn ihr da einen Tipp hättet, wie ich das übergehen könnte, dass es mich nicht mehr so ein piesackt und nervt, dann sagt bitte Bescheid, weil ich hätte gerne den Spielgenuss. Einfach Glück spielen und da ist es. So, genug gequatscht. Das hier sagt mir noch was. Was? Ne, das sagt mir nichts. Geh weg, du Fiesamme. What? Ist das ein End? Wo ist das Vieh? Ach, da hinten. Geh weg. Der hat noch Zauber. Au, au, der tut richtig. Aua. Okay, ich bin hinüber. Der hat, boah, böse Kräfte. Ich weiß nicht, ob das eine gescheite Idee ist, schnell speichern zu drücken. Aber probieren wir es. Gehen wir mal ins Menü. Schriftrollen. Achso. Irritiert gerade voll. Rolle des Schneesturms. Probieren wir es. Achso, Zaubertrank wäre. Wo ist er? Okay, das war's jetzt mit X. Ich hab da irgendwie das brennende Gefühl, dass der ein bisschen stark ist. Oder? Oh,
Probieren wir es. Nee, bis der mal seine Attacke macht. Was ich versuchen könnte, wäre direkt Nahkampf. Aber da muss ich mich sputen, sage ich euch. Ach, das... Diese Anzeige mit zwei... Komm, probieren wir's. Nee, der ist richtig übel. Okay, ich hab den nicht mal gekitzelt. Okay. Was tun? Gut, Feuer lässt den im wahrsten Sinne des Wortes kalt. Habe ich es jetzt richtig ausgewählt? Da höre ich im Hintergrund mein Töchterlein. Wo ist er? Ach, oh. Wieso mapp geh weg? Okay. Es geht nicht den Bach runter, den Berg runter. Okay. Oh, ich kokle. Das ist ja übel. Hallo, Heilung? Ah, jetzt hab ich's. Bei der Macht von Grayskull. Ich hab auf der Groove geschafft. Okay, der ist ein bisschen, ne? Unverschämt. Großes. Bleib dahinter. Nicht rüberschmulen, nicht um die Ecke gucken. Das ist Cheaten. Okay, so müssten wir das jetzt 100 Jahre machen. Oder 200, ich weiß es noch nicht so recht. Immer den roten Punkt. Oh, was ist das für ein Muster gerade gewesen? Nein. Aua, 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 aua. Jetzt hat er es gerallt, jetzt. Lalalala. Nein. Nein. Komm näher. Oh, doch nicht. Schwebt er jetzt? Wo ist er? Okay, I am away. Ja. Ich hab das Wort der Macht erlernt und verreckt. So heile mich.
Okay, also der ist echt krass. Da muss ich gut leveln, um da mithalten zu können. Halleluja, ja. Tschüss. Okay. Ah, ich nehme alles. Oh, shit. Schnell um die Ecke, schnell um die Ecke. Jetzt muss ich mal gucken, was habe ich da alles mitgenommen? Keine Ahnung, ich habe einfach mal eingesteckt. Oh, das Ding habe ich mitgeschleppt. Eieiei. Ziehen wir mal die an. Wollen wir es wagen? Komm, wir wagen es. Tralala. Ja, der ist ein bisschen hartnäckiger, der Kerl. Ich frage mich, ob der auch guten Loot abwirft. Und ob er uns folgt, wenn wir fliehen, weil. Boah. Ich will jetzt nicht hier eine Stunde lang hinterm Stein hocken. Tschüss. Klarre mir einfach mal, wenn es geht. Ah, die haben wir ja schon einmal eingesetzt. Sonst hätte ich geschrien. Haha! Tschüss. Na gut, ich verstehe. Wo wollte ich sonst noch hin? Jetzt muss ich mir mal umgucken. Bist du einmal, hä? Da war ich doch. Wollte ich nicht sogar mal hier hin? Waldheim. Wo? Tschüss. Nein. Ah, Tatsache. Gut, eine Picke. Wir brauchen dringend eine Picke. Wölfe. Level 3000. Hallo, Nobody. Ruhe.
Was mich wundert. Mein Schwert war doch verzaubert, oder nicht? Doch, ist es. Wir sind... Sagt der Standort... Ja, soll ich wirklich dahin aufbrechen? Es ist schon ein Weg. Aber ich muss den umgehen. Weil da habe ich echt keinen Bock. Probieren wir's. Obwohl, das Gelände ist nicht so tauglich. Guten Tag. Lauf. Es wird ja heiß. Lauf. Oh, Entschuldigung. Ich hab dich aufgewärmt. Jetzt als Vergeltung rammt das Vieh mich. Bam. Oh, was bist du denn für einer? Guten Tag. Stehst hier? Willst nix, ne? Ihr habt das Feuer unter Kontrolle, nicht wahr? Ich sammle Zutaten, um sie dem Feinschmecker zu bringen. Aha. Er wird meinen Geschmack ja für so kultiviert halten, wenn ich sie ihm anbiete. Dein Geschmack? Will er dich ihr essen? Habt vom Feinschmecker gehört? Ist das nicht der Restauranttester? Ihr habt noch nie vom Feinschmecker gehört? Dem Autor von Erlesener Geschmack? Er ist ein wahrer Zauberer des Kochlöffels. Nun, nicht wirklich ein Zauberer, aber seine Rezepte sind legendär. Aha. Wisst ihr, ich habe gehört, dass der Feinschmecker gerade jetzt im Himmelsrand ist. Wie schön für ihn. Nö, nix. Hallo. Eingesammelt. Ach, Junge. Geh doch hoch. Okay, das kennen wir ja. Ich brauche dringend eine Picke, meine Hüte. Ach ja. Oder was? Ah, okay. Ich verstehe. Ich trage zu viel Schriftrolle. Ja, zu viel Bücher. Sonstiges. So, Zutaten, Essen. Je mehr ich trinke, je leichter werde ich. Geil. Oh, gegrillter Lauch. Na komm, gönnen wir uns die... So. Ups. So, hier, er macht hier so eine Sauerei. Oh, wow. Wow. Er machte wow alle 2 Meter und macht es immer und immer wieder. Was? Warte mal kurz. Da bist du.
war schon alles? Mehr habt ihr nicht drauf? Sieg! Oder Todesgarde! Doch, der hört schon ein bisschen mehr. Oh. Was? Was? Dietrich, Gold. Ja, kommt noch was, lass mal. Okay, ich lass dich mal da. Bleib da schön stehen. Oh ja, in der Tat. Okay, jetzt heißt es Fressattacke. Oh ja, wir müssen richtig fressen, auf gut Deutsch gesagt. Okay, bringt nichts. Ah, komm, braucht doch eh keiner. Kilo. Ich weiß nicht. Habe ich irgendwas doppelt? Gucken wir mal. Der Battle Prince. Geht gar nicht. Doppelt und dreifach hier. Zutaten. Ach, Vampirstaub. Cool. Schuppenschwamm. Schimmerpilz. Okay, ich habe Schimmelpilz erst gelesen. Jenen brauche ich jetzt nicht, außer ich will Penicillin herstellen. Ein Drosselei. Drachenbaum. Cool. Ja. Ups. Das war ich nicht. Hallo. Kuckuck. Gold und Dietrich sind immer willkommen. Oh, sogar eine Axt. Oh nö. Ich kann die Ladung verlieren. Jetzt hätte ich lesen sollen, wie ich die wieder auflade. Ach, neue Stufe. Was machen wir denn? Ausdauer. Komm, brauchen wir. Zweimal Ausdauer, das muss sein. Nein. Fordert 50, seid ihr narrisch. Gut, ich muss sparen. Das ist aber nicht sehr höflich. Komm, das Essen lasse ich mal da. Außer ein Knoblauch. Knoblauch ist immer geil.
Lalalala. Sag das mal deinen Freunden. Lalalala. Nein. Wie war das? Was willst du machen? Mal gucken. Bleibst du hängen? Bleibst du hängen? Nee, du kommst frei. Ah, da könntest du... Nein, 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 nein. Ja, sieht gut aus. Nicht ans Ufer, nicht... Na, schade. Ich hab nichts gesagt. Ja, war das alles? Keine Chest oder so? Ich hab einen Stuhl, ich kann... Ich kann nach da, nach Westen gucken, geil. Ich muss da hoch. I understand. Oh. La 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 la. Ups. So, gehen wir mal hoch. Guten Tag, ich bin Schmiedeschürze. Ich werde zum Schmied. Oh, noch mehr Bücher. Ich bin... ein Alchemielabor. Elfenohr. Elfen brauchen keine Ohren. Stil. Ach, feine Kleidung. Haben wir schon weggeworfen. Nehmen. 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 Ich werde eine riesige Bibliothek haben. Oh je. Es wäre cool, wenn man selber nochmal Bücher schreiben oder verzaubern könnte. Gold. Sag ich nicht nein. Aha. Aha. Ist hier drin? Handschuhe. Ach, da öffnet sich nur das. Nee, nee. I don't want this. Schießkunst. Nehmen. Geld ist nicht schlecht. So, gucken wir mal hier rein. Helfen wir mal. Die nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Nein. Das. Das nehmen wir mit. Ach, oder auch nicht. Ihr seid fies. Lasst mich leveln. Ich will mehr tragen können. Ach du je, ich habe echt viel dabei. Bekleidung. Komm. Einmal. Okay, das Traurige ist, dass es wird so viel einbringen. Das ist auch schwer. Komm, wir werden sie wahrscheinlich noch mal welche finden. Ciao. Ach, der gute Loot. Ja, wie war das nochmal? Wir haben zu viel dabei. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kommt sowas? Haben wir nichts Doppeltes hier? Nein. Okay, hier kann ich nicht feststellen, ob ich doppelt habe oder nicht. So, Essen. Ja. Ja, Ziegenbein roh.
So. Komm, weil es so gut mundet. Noch eine Kleinigkeit, Kohl. So, und jetzt ab nach Hause. Nein, keine gute Idee. Yippie! Kann ich? Jetzt probiere ich das mal. Ja, tschüss. Geil. Ach. Ist das nicht schön? Oh, ein Nieser bahnt sich an. Ich bitte um Verzeihung. Huiuiui. Da flog meine Nase fort. Zu einem weit entfernten Ort. Jetzt bloß nichts in Brand, in Ordnung? Nein, nur dich. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Ihr habt es gefunden? Ja. Ich suche nun schon seit Monaten nach dieser Klinge. Amateur. Und ihr habt es ganz allein mit diesen Banditen aufgenommen? Danke. Mein Vater hatte eine besondere Technik für Schwert und Schild. Ich will sie euch beibringen, ihm zu ehren. Ich kann euch ein paar Dinge beibringen. 300. Okay, das reicht. Danke. Nun gut. Ja. Was sagt ihr denn so? Ich hab ganz sicher keine Angst vor euch. Auch wenn ihr älter seid als ich. Boah, dieses Balk. Dieses Rauschen des Baches hört sich fast teilweise an, je nachdem, wie man das zugewendet oder gedreht, wie auch immer, ist so wie so ein. Wie so ein Flüstern. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Und da ist die Gesellschaft. Ja, dass du für den arbeitest, ist mega. Arbeit ja ganz. Was kann ich euch bringen? Ein Zimmer. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Danke. Tschüss. Ich zeige euch euer Zimmer. Oh nein, ich weiß doch, wo es ist. Macht das nicht immer. Gute Nacht. Wir haben ihn game. Ja. Hiya, Papaya. So. Zeit für ein Erfrischungsgetränk. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Ja. Creepy. Die ganze Nacht hat sie jetzt hier geschlafen. Der andere Cursor ist weg. Geil. Ja. Genau. Ja. Ach, hast du mit mir gesprochen? Ich hab nichts gesagt. Oder an Himmelsrand standhafte Beschützer. Ja, ist ja ruhig. Das Kaiservolk. Ach, die Maus ist wieder da. Ich verstehe. Ich switche zwischen den Bildschirmen. Warum kann ich zwischen den Bildschirmen switchen? Da muss ich aufpassen, was ich anklicke. Ich geh mal raus. Lalala. Wie viel Uhr öffnet ihr nochmal? 9 Uhr? Kann das. Nein, ich will nicht aufschließen. Ich will. Ja, das ist auch ein Geschäftsmodell. Lass einfach alles draußen. Ich bitte euch nur um ein paar Septime, damit ich etwas Essbares kaufen kann. Ich habe nichts getan. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. So. Tschüss. Aber sicher. Wann geht's ja los? Oh. Gut, erstmal einen Schluck nehmen. Willkommen. Sagt Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Ah, okay. Gib mir einfach die Flasche. Oh, das wäre gefährlich gewesen. Oh, 3 Stündchen. Das muss reichen. So. Tada. So, ich habe hier Stuff. Seht ihr
euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet... Ja, ja. Alles steht zum Verkauf. Alles. Ja, ja, ja. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Sag doch nicht immer dasselbe. Nobody. Waffen. Hab ich das? Komm, das verkauf mal. Und den Schild? Hab ich den weggeworfen oder was? Nee, ne? Dann wein ich. Ach nee, da ist er. Tschüss. Hatte ich nicht den verzaubert? Ah nee, den habe ich später gefunden. Okay. Dann machen wir das so. Nein, das machen wir nicht. Wo ist er? Tschüss. Das mit Bekleidung, Zaubertränke, die lasse ich mal da. Schriftrollen, die verkaufe ich auch nicht. Okay, das hat doch keinen Sinn. Ich dachte, ich hatte so viel Zeug zu verkaufen. Ja, okay. Bitte. 275. Na, ich muss es probieren. Wo war das? Hier? Ihr seht aber wirklich müde aus. In der beflaggten Meere sollen noch Betten frei sein. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Nee, haben wir das? Ja, ich laufe durchs Feuer, klar. Nee, dann machen wir das so. Bevor wir jetzt 100 Jahre suchen. Nobody knows. Ihr seid der Beste. Könnt ihr mein Vater sein? Das ist wirklich eine Schande, nicht wahr? Ja, genau. Ach, die Wahrheit ist nackt, geil. Zeig mal. Das sieht so geil aus. Klar, mit Mods wird es vielleicht noch einen dicken geiler aussehen, aber ich mag schon so. Hallöchen! Ich habe da in den Bergen so einen Freak, ja, so, ja, man kann es nicht anders sagen, so einen Freak getroffen. Der ist krass drauf, könnt ihr den mal platt machen gehen? Ich loote danach. Danke. Seht ihr? Diese Begriffe stammen eindeutig aus der ersten oder vielleicht sogar einer noch früheren Ära. Weg. Es muss sich um die Kopie einer noch älteren Schrift handeln. So, jetzt gucken wir mal. Möglicherweise stammt sie aus der Zeit direkt nach dem Drachenkrieg. Falls ja, könnte ich aus späteren Schriften Querverweise zu den Namen erstellen. Gut. Ich bin froh, dass ihr Fortschritte macht. Meine Auftraggeber wollen ein paar handfeste Antworten. Oh, keine Angst. Der Jarl interessiert sich nun endlich persönlich dafür. Also kann ich dieser Forschung nun den Großteil meiner Zeit widmen. Die Zeit fliegt dahin, Faringer. Vergesst das nicht. Dies ist keine bloße theoretische Frage. Die Drachen sind zurückgekehrt. Ja, ja, keine Sorge. So, die Gegenstand. Einen lebendigen Drachen aus der Nähe zu sehen, wertvoll wäre. Nun, dann will ich euch etwas anderes zeigen. Äußerst faszinierend. Auch eure Arbeitgeber dürften daran interessiert sein. Ja, herstellen.
Geil. Was, das kann ich nicht? Oh, ich habe keine Seelensteine mehr. Ach, winziger. Ah, Schande. Bist du es schon da? Ah, Drachenstein. Guck mich nicht an, dreh dich wieder um. Grab. Ihr seid wohl doch eine Nummer besser als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Eine Nummer besser? Ich zeig dir mal gleich. Das müsst ihr mit dem Jarl klären. Oder mit seinem Vogt, Aveniki. Einer von beiden wird euch sicher angemessen belohnen. Aha. Meine Geschäftspartnerin hier wird über euer Geschick sehr erfreut sein. Sie hat den Ort entdeckt, wollte mir bisher aber nicht verraten, wie. Eure Informationen haben sich also doch als richtig erwiesen. Delphin? Und wir müssen uns bei unserem Freund hier für ihre Beschaffung bedanken. Ihr seid ins Ödsturz-Hügelgrab gegangen und habt das geholt? Ist da los? Schlecht. Schickt mir einfach ein Exemplar, wenn ihr es entziffert habt. Das ist jetzt kaputt. Farengar, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Nein. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache? Ich möchte etwas über diesen Drachen erfahren. Ich würde das ein wenig ernster nehmen. Okay. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Dann mal los. Warum gefällt mir das gerade nicht? Ich weiß, wo... Okay, hallo. Noch nicht. Irelet hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm. Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irelet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Na gut. Ich möchte, dass ihr Irelet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu haben. Ah, schön. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Na gut. Ich sollte mitkommen. Ich würde diesen Drachen nur zu gerne sehen. Ich beneide euch um die Gelegenheit, diesen Drachen aus der Nähe zu sehen. Zeig mir mal, was du hast. Also die arkanen Künste. Ja, machen. Ja. Danke. Die sind teuer, mein Junge. Okay, also Seelensteine kosten viel. Gut, haben wir mal Kleidung. Gut, das war's. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Kein Problem. Ich möchte, mich dass aber, ihr ne? hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Schlacht gegen die Drachen verteidigen. Du Lump! Wie ihr befehlt. Ich bin beleidigt. So. Ich habe gesehen, dass ihr dem Jarl geholfen habt. Ich muss wissen, womit ihr es zu tun habt.
Ein Drachen. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. Okay. Ich diene Jarl Balgruf als Vogt. Wir müssen kämpfen gehen. Die ganze Herumsteherei ist doch Mist. Kämpfen. Wir sollten den Sturmmäntel tragen. Nein. Der Jarl, die Aufgaben eines Vogtes sind wichtiger, als die meisten annehmen. 5000. Der Jarl bist du... bittet mich zum Beispiel oft um einen unschätzbaren Rat. Unschätzbar, okay. Ja, wir haben ein bisschen bis 5000. Das ist schweineteuer. Genießt euren Besuch in Drachen. Mhm. Looten ist angesagt. Looten. Bis die Finger bluten. Ich habe schon gedacht, boah, wir haben jetzt viel gelootet und eingenommen. Ja. Am Popo. Du kleine Waldfee. Die Geschäfte, eure Kinder, ja, sogar euer Leben. Wer kennt das nicht? Das Stadtrind. Yippie. Seid ihr oft? Ja, ja. Schriftrollen. Bücher. Kerzenschein. Das hat sich doch mal gelohnt. Das war's. Haben wir auch mal ein paar Grämmchen weniger. Ja, ja, ja. Alles gut. Alles ist gut. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet... Alles steht zum Verkauf. Ab! Werft einen Blick darauf. So. Ich dachte, der hätte uns was gegeben. Hä? Der hat uns doch was überreicht, oder habe ich mir das gerade eingebildet? Na, dann müssen wir nochmal zurück, keine Ahnung. Oder er hat es fallen gelassen, das wäre dann sehr dumm. Macht aber keinen Sinn normalerweise. Na gut, ich laufe nochmal schnell hoch und guck's mir an. Ich war ein bisschen ungestüm. Wachen in Drachenfeste behaupten, dass wir den Jarl geholfen haben. Boah, so eine Anlage. Einfach nur episch. Episch! Gut. Schauen wir uns das Ganze mal nochmal an. Habe ich da was liegen lassen? Ich glaube, der gibt uns eine Axt normalerweise. Irgendwas wollte er uns geben. Eine Axt, glaube ich. Komm. Die anderen sind ja schon von dann gezogen. Hier liegt nichts. Da. Helft Irilet, diesen Drachen zu töten, ehe er Weißlauf angreift. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, ich hätte gern... Na, egal. Dann sind wir halt unterwegs ohne Belohnung. Oder ich habe sie nicht gesehen. Oder ich weiß nicht. Oder. Fragen über Fragen. Sieht sehr friedliebend aus. So. Was führt euch auf den Markt? Ich bin hier, um Essen zu kaufen, Nasim. Darüber müsst ihr euch wohl keine Gedanken machen. Einen Bauernhof zu besitzen hat seine Vorteile.
Tag. So, okay, wir müssen da hier mal den Oberchecker von Eternia spielen. Und wir brauchen Money. Viel, viel Money. Warte mal. Was ich mich frage, das Pferd, was wir letztens gesehen haben bei den Banditen, ist das wieder zurückgekehrt? Wird es wieder da stehen? Können wir uns das einfach wieder ausborgen? Das sieht doch nach Gold aus. Hier, Waffen. Okay, nein. Klappt nicht so. Yippie. Wäre auch zu schön gewesen, wenn hier Gold ist. Aber drüben wissen wir, dass da wenigstens ein einziges Mal Gold ist. Wäre cool, weißt du. Ich finde nur Goldadern, mach mir mal meine eigene Ladung Münzen. So, Waffen, was wir aber jetzt mal machen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Oder? Weil ich wage es zu bezweifeln, dass der Drache in Nahkampf geht. Ein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Ich leider. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Guckt mir in die Augen. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Überlebende, wo seid ihr? Komm, gehen wir mal in den Turm. Hallo, Überlebender. Deckung, der Drache. Er ist hier immer noch irgendwo. Hier ist ein Überlebender. Knarret, rette uns. Er kommt zurück. Er scheißt dich ins Hemd, der Überlebende. Da kommt er. Geht in Deckung und lasst jeden Pfeil ins Schwarze treffen. Wo ist er? Schön nicht. Ach, da. Ei. Wo ist er? Kopf hoch! Kopf hoch! Ihr seid tapfer. Balla! Wir haben keine Chance. Der Drache spricht zu uns. Ja, und grillt uns. Ich hatte vergessen, wie viel Vergnügen ihr stärkt. Da bist du deppert. Zaubertränke. Okay. Nein. Zaubertrank.
Nein! Wir sind im Arsch, wir sind im Arsch. Nein. Oh nein. Bitte. Lass da ein Schnellspeicherpunkt gewesen sein. Bitte. Nein. Bitte, 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 bitte. Okay, gut, 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 gut. Ja, nicht so gut. Veränderung. Schwörung, Zombie erwecken. Das sind keine Zombies. Machen wir mal. Ne, Frostbiss. Ach komm, dann können wir auch das machen. Y-Note. Müsst ihr denn nicht brennen, qualmen, rauchen? Oh oh. Doch, jetzt. Jetzt, gut. Dip, 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 dip. Als wäre er hier gewesen. Genau. Es sieht schlecht aus, aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo. Ich habe einen Ring an. Kann man mehr als einen Ring anziehen? Das wäre cool. Eigentlich eigentlich 10 Stück. Kuckuck. Such Deckung, der Drache. Er ist hier immer noch irgendwo. Kynaret, rette uns, er kommt zurück. Das hört ja sehr, sich sehr verängstigt an. Da ist er ja. Ihr hättet nie herkommen sollen. Was er? Komm her. Du kriegst einen Willkommensgruß von mir. Zaubertränke. Brauche ich eigentlich nicht. Aber wartet mal. Essen. Hilft das? Nein. Bekleidung. Okay, er brutzelt. Ich hatte vergessen, wie viel Vergnügen ihr Sterblichen uns bereiten könnt. Genau. Flattervieh. Ihr seid tapfer. Balan Hokorom. Ja, es wird ein bisschen heiß. Sehr heiß, sehr heiß, sehr heiß, sehr heiß. Sehr heiß. Ist er tot? Okay. Drachenknochen. Gold. Nee, brauche ich nicht.
Tschüss. Okay, schreie. Puff. Okay. Habt ihr das gesehen? Das war ich. Und ich bin zu schwer beladen. Wieder einmal. Ja, um 10 Kilogramm. Nein. Wie kriege ich das immer nur fertig? Bekleidung. It wasn't me. Ach komm, egal. Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. Genau. In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen. Aha. Stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Ja, das glaube ich auch. Ihr könnt jetzt schreien. Das kann nur eins bedeuten. Ihr müsst ein Drachenblut sein. Drachenblut? Wovon redet ihr denn? Stimmt, mein Großvater... Weitergehen. Ah, wo haben wir es? Eisenstiefel, wir brauchen noch Eisenstiefel. Die können nix. Schon besser. Ja, was habe ich denn jetzt da Weltbewegendes aufgenommen? Bitteschön. Eigentlich nix. Zaubertrink. Ich weiß jetzt nicht, was hier so schwer ist. Sonstiges, keine Ahnung. Tschüss. Ach ja, ich hab noch so. Okay. Trinschädel. Komm, werden wir wieder finden. So, danke. Die Drachenbluthelden erzählt. Jene, die mit Drachen... Da liegt ein Schädel von Troll. Wie der alte Tiber Septim höchst selbst. Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Tja, dann hast du gar nichts gehört. Damals gab es keine Drachen, Idiot. Sie tauchen nun zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenbluthelden, die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Seht ihr. Gehört ihr bestimmt auch. Soll ich nochmal schreien? Was meint ihr, Irilet? Ihr seid ja so still. Ich bin froh, dass ihr kommt schon, Irilet. Sag doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenbluthelden? Hallo, Irilet. Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen, von denen sie keine Ahnung haben. Wir haben hier einen toten Drachen. Und das verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir sie töten können. Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, Pech für dich. Würde mir schon reichen. Ihr würdet es nicht verstehen, Huskar. Ihr seid kein Nord. Ja, genau. Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele... Kein Gold. Also drüben an der einen Stelle, das war kein Gold. Nur am Berg, das war Gold. Okay. Okay, okay. Aber wisst ihr was, wenn wir jetzt schon mal da sind... Ja, natürlich, go. Wir brauchen mehr Money, Money, Money. Dann können wir uns eine Bleibe kaufen und endlich mal alle Bücher deponieren. Da sind wir ein paar hundert Kilo leichter. Na okay, ist übertrieben, aber trotzdem. Wir haben da einiges an Büchern. Ihr da. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Aha.
Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwadone. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Okay. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Das geht euch nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Aha. Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Ach, halt die Sabbel. Das geht euch nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Ah, dann. Gibt es etwas Neues von unserem Steinbruch? Wir suchen nach einer Flüchtigen aus Hammerfell. Eine Rotwadone. Sie könnte irgendwo in dieser Stadt sein. Dann tschüss. Früher oder später finden wir sie. Ja, ja. Oder ich finde euch. Die Göttlichen sind euch hold, mein Ihr wollt euch Nein. Alten Frau und nicht die schon wieder. Ich brauche eine Mod, die die rauspatcht. Lalalala. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. So, gleich sind wir da, ihr Lieben. Okay. 3, 2, 1, klick. Puh. Stufe 7. Hört sich gut an. Bitte nicht abschmieren, Spiel. Bitte nicht abschmieren. Nein. Okay. Gut. Ihr seid... Ich diene Jarl Balgruf als Vogt. Da. Richtig. Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Ich habe zwar keine 5000, aber los. Sehr wohl. Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr die nötigen Mittel habt. Du bist langweilig. Genießt euren Besuch in... Was sollte es sonst sein? Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Ja. Drachenblut? Was wisst ihr schon von den Drachenbluthelden? Also ist es wahr. Die Graubärter haben euch tatsächlich herbeigerufen. Seht ihr? Ihr müsst mir jetzt 5000 Gold geben. Dann kann ich mein Haus verkaufen. Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Es heißt... Das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Die Graubärte. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen ihr seid? Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Hunga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn? Ja, das bringt uns leider nicht so viel, weil, ja. Uns zu tun. So fähig er auch Wir können nicht rennen. Hat, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses Drachenblut... Tja, Lydia. Nordnonsens, ihr eingebildeter Unwissender. Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des... Kann nur 100 Jahre dauern. Alles gut. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, an dieser Stelle sind wir auch nach über einer Stunde am Ende einer Folge angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und begrüße gerade Lydia. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir... Der Jarl hat euch als Person ausgezeichnet, die im Fürstentum große Bedeutung innehat. Als Helden. Der Titel des Tane ist eine Ehre, ein Geschenk in Anerkennung eurer Dienste. Wachen werden bei euch ein Auge zudrücken, wenn ihr ihnen sagt, wer ihr seid.
Gut. Ihr seid mein Tane, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich werde euch und alles, was euch gehört, mit meinem Leben schützen. Dann würde ich sagen, folgt mir Geht mal. Geht voran. Kannst du mich schieben oder tragen? Bin ein bisschen langsam. Gut, ihr Lieben, wie gesagt, wir sind am Ende einer Folge angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Ideen, Tipps oder Vorschläge für das Spiel habt, lasst bitte nur da. Ich freue mich immer. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Sag doch was! Lydia und Nobody in Skyrim. Wache, gehst du noch aus dem Bild? Genau. Lydia und Nobody in Skyrim. Tschüss!